Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Wir sollten nie aus dem Blick verlieren, dass unser Feind Satan schon sehr früh in unserem Leben versucht, Festungen in den Gedanken aufzubauen. Das bedeutet, dass er sich in unser Denken einschleicht und uns alle möglichen Lügen auftischt. Er lässt seine Lügen in unsere Gedanken einfließen und hofft darauf, dass wir sie glauben und uns dann aufgrund dieser Lügen falsch verhalten. Das tut er bei jedem von uns. Dann treffen wir aufeinander und versuchen, miteinander auszukommen, und es entsteht ein großes Chaos. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, dass unser Denken durch das Wort Gottes erneuert wird. Nur so lernen wir zu denken und zu reden, wie Gott es will, damit wir sein können, wie Gott sich uns gedacht hat, und außerdem tun und empfangen können, was Gott für uns bereithält. Jeder würde sagen, ja, ich möchte das haben, was Gott mir geben will. Nun, dann müsst ihr ein paar Schritte zurückgehen und nochmal neu anfangen, indem ihr lernt zu denken, wie Gott denkt. Ich glaubte viele Jahre lang, meine Gedanken würden keine Rolle spielen. Ich wusste nicht, dass ich sie beeinflussen konnte und dachte einfach das, was mir gerade in den Sinn kam. Wenn ich morgens mit dem Gedanken aufwachte, ich bin deprimiert, hielt diese Stimmung den ganzen Tag an. Ich unternahm nichts dagegen, weil ich nicht glaubte, dass das möglich war. Es war ein großartiger Tag, als ich die Wahrheit erkannte, die ich euch heute beibringen will, und begriff, dass ich nicht über alles nachdenken musste, was mir gerade in den Sinn kam. Ich konnte mir stattdessen die schlechten Gedanken aus dem Kopf schlagen und etwas denken, das mir half, mein Leben zu genießen und ein gutes Leben zu führen. Am Anfang ist das etwas schwierig, weil wir noch keine Übung darin haben. Normalerweise sind wir eher passiv und warten ab, welche Gedanken in unserem Kopf landen. Aber wir können lernen, offensiv zu sein und die Herrschaft über unsere Gedanken zu übernehmen. Lasst uns mal Epheser 4, die Verse 22 bis 24 lesen. Legt von euch ab das alte Wesen. Macht euch frei von eurem alten, unerneuerten Selbst, das euren früheren Lebenswandel kennzeichnete und sich durch trügerische Lust und Begierde zugrunde richtet. Die erste Anweisung, die Paulus den Ephesern gab, lautete also: Legt den alten Menschen ab. Wir kennen den Vers, in dem es heißt, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Doch das erfordert eine Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Denn obwohl ich eine neue Schöpfung bin, muss ich mein altes Wesen ablegen. Im nächsten Vers heißt es, werdet aber ständig erneuert. Sagt alle ständig. Werdet aber ständig erneuert in dem Geist eures Sinnes. Habt eine neue geistige und geistliche Haltung. Und der nächste Vers lautet, und zieht das neue Wesen an, das umgestaltete Selbst, das nach Gottes Ebenbild ihm ähnlich geschaffen wurde, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir müssen also den alten Menschen ablegen und den neuen anziehen. Wir müssen aufhören, so zu leben, wie wir früher gelebt haben, und anfangen, ein Leben zu führen, wie Gott es will. Das gelingt uns, indem wir unser Denken ständig erneuern. Der Mensch handelt entsprechend seinen Gedanken. Es ist unmöglich, ein schönes Leben zu führen und gleichzeitig negativ zu denken. Gebt ihr mir da recht? Das funktioniert einfach nicht, oder? Aber nun stellt sich die Frage, wann ist euer Denken ausgewogen? Welches Denken ist für einen Christen normal? Was für die Welt normal ist, ist für uns in den meisten Fällen nicht normal, wenn wir uns an den Ordnungen Gottes orientieren. Es gibt eine Weltordnung und es gibt Gottes Ordnung. Es gibt die Lebensweise der Welt und die Weise, wie wir leben sollen.
Die Menschen um uns herum machen sich Sorgen, aber wir können beten. Allerdings können wir nicht gleichzeitig beten und uns Sorgen machen. Sonst hinken wir immer noch in beiden Welten. Wir müssen erkennen, was normal ist. Für einen Christen ist es nicht normal, sich zu sorgen. Wenn ich das sage, denkt ihr vielleicht, es ist doch normal, dass man sich Sorgen macht. Aber das sollte es für euch nicht sein. Ihr solltet denken, das fühlt sich nicht richtig an. Das fühlt sich nicht gut an. Das kann nicht richtig sein. Habt ihr schon einmal etwas angezogen und festgestellt, dass ihr ein paar Pfunde zugelegt habt, seit ihr es das letzte Mal anhattet? Und habt ihr es, obwohl es wirklich sehr, sehr eng war, trotzdem angezogen und euch dann den ganzen Tag unwohl gefühlt? Habt ihr das schon einmal erlebt? Okay. Nun, das passiert, wenn wir versuchen, Dinge zu tragen oder unser Denken in einem Zustand zu belassen, der für uns als Christen nicht mehr passend ist. Seht ihr, wenn ihr Jesus euer Leben anvertraut, gibt es Dinge, die euch nicht mehr gut zu Gesicht stehen. Es passt einfach nicht mehr zu euch. Vielleicht kann jemand, der nicht an Gott glaubt, diese Einstellung haben und so reden, aber ihr nicht mehr. Es ist nicht mehr angemessen für euch. Das ist wirklich interessant. Wenn ihr anfangt, geistlich zu wachsen, wird euch das bewusst und dann legt ihr eure falsche Einstellung und eure falschen Gedanken ab. Und weil auch ich im Laufe der Jahre reifer geworden bin, ist eines der Dinge, die ich nicht mehr tun werde, etwas anzuziehen, das unbequem ist. Ich mag das nicht, weder körperlich noch geistlich. Wann sind wir also normal? Wie sollten wir als Christen denken? Nun, zunächst einmal glaube ich, dass Christen entschlossen sein sollten. Wir müssen lernen zu erkennen, was wir tun sollen und dann fest entschlossen sein, es auch zu tun und nicht alle paar Sekunden unsere Meinung ändern. Kolosser 3, Vers 2. Richtet euren Sinn dauerhaft auf die Dinge aus, die droben sind, nicht auf jene, die auf der Erde sind. Denn ihr seid gestorben und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Richtet euren Sinn dauerhaft aus. Richtet euren Sinn dauerhaft aus. Richtet euren Sinn nicht alle Nasen lang wieder neu aus. Ihr könnt euch dazu entschließen, heute euer Haus zu putzen und euch unter keinen Umständen davon abbringen zu lassen. Wenn dann jemand anruft und vorschlägt, lass uns shoppen gehen, könnt ihr sagen, nein, ich werde heute mein Haus putzen. Und wenn jemand anruft und sagt, komm, ich lade dich zum Mittagessen ein, könnt ihr sagen, nein, ich werde heute mein Haus putzen. Der einzige Weg, wie wir das erreichen, was wir im Leben erreichen wollen, und der einzige Weg, wie wir uns selbst treu bleiben und unsere Herzenswünsche verwirklichen können, besteht darin, dass wir unser Denken auf das ausrichten, wo wir hinwollen. Was möchtet ihr in eurem Leben erreichen? Richtet euren Sinn darauf aus und hört auf, ständig eure Meinung zu ändern. Es ist erstaunlich, welche Erfolge ihr verbuchen und was ihr erreichen könnt, wenn ihr euren Sinn ausrichtet. Und das könnt ihr lernen, sonst würde Gott euch nicht sagen, dass ihr es tun sollt. Die Leute stellten mir viele interessante Fragen. Eine davon lautete, wie geht es dir damit, dass du bei deiner Tätigkeit so viel reisen musst? Darüber denke ich gar nicht nach. Ich kann es euch nicht sagen. Es wäre gefährlich, wenn ich anfangen würde, darüber nachzudenken. Dann könnte ich schnell zu dem Schluss kommen, dass ich es nicht mehr tun will. Deshalb denke ich nicht darüber nach. Warum? Weil ich mich bereits dafür entschieden habe, zu tun, was Gott von mir will, solange ich noch atme. Ich denke nicht darüber nach, was es mich kostet. Ich muss sehr aufpassen, dass ich nicht anfange, darüber nachzudenken, wie anstrengend das alles ist. Hin und wieder passiert es dennoch, zum Beispiel, wenn ich sehr müde bin. Aber ich habe im Laufe der Jahre vieles gelernt und eines davon ist, dass wir unseren Sinn ganz klar ausrichten müssen, statt ständig hin und her zu schwanken. Ich habe vor fast 6 Jahren beschlossen, dass ich anfangen muss, Sport zu treiben. Das hatte ich noch nie zuvor getan. Ich hatte weder Zeit noch Lust dazu und ich kümmerte mich nicht darum, wenn mir etwas wehtat. Mein Mann treibt schon seit über 50 Jahren Sport und das ist einer der Gründe, warum er so fantastisch aussieht. Nun, ich hingegen machte keinen Sport und eines Tages betrachtete ich mich im Spiegel und sah, dass alles, was früher hier oben war, irgendwo anders hingerutscht war. Es war wie eine Offenbarung von Gott. Sie lautete, wenn du im letzten Drittel deiner Reise noch stark sein willst und beenden möchtest, wozu ich dich bestimmt habe, musst du Sport treiben. Daran führt kein Weg vorbei. Ganz abgesehen davon, dass man besser aussieht, wenn man Sport treibt, ist man auch gesünder.
Und wisst ihr, wir haben Gelenke, weil wir uns bewegen sollen. Wir sollen nicht nur auf der Couch oder einem Stuhl oder vor dem Computer sitzen, wir sollen uns bewegen. Deshalb ermutige ich euch, beim Lobpreis so aktiv wie möglich zu sein, denn für einige von euch ist das die einzige Bewegung, die sie ausüben. Aber wie auch immer, hier ist der Punkt. Leute haben schon zu mir gesagt, ich hasse es, Sport zu treiben. Ich kann Fitnessstudios nicht leiden. Ich hasse Sport. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich mag Sport. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich denke nicht darüber nach. Ich mache es einfach. Wenn ich nicht unterwegs bin, gehe ich montags, mittwochs und freitags ins Studio. Wenn eine Veranstaltung stattfindet, gehe ich am Montag, Dienstag und Mittwoch hin. Zuerst dachte ich, 3 Tage hintereinander, das geht doch nicht. Warum nicht? Ich tue auch andere Dinge an 3 aufeinanderfolgenden Tagen. Ich werde es überleben. Es ist erstaunlich, was euer Verstand alles von sich gibt, das euch davon abhält, die Dinge zu tun, die Gott von euch will. Deshalb sage ich euch, trefft eine Entscheidung, was ihr tun wollt und hört auf, die Sache zu Tode zu denken. Die erste Haltung, die ein Christ haben sollte, ist Entschlossenheit. Unser Denken muss vollständig erneuert werden. In Philipper Kapitel 2, Vers 5 lesen wir etwas sehr Interessantes. Da heißt es, wir sollen dieselbe Einstellung, dieselben Ziele und dieselbe demütige Gesinnung in uns haben, die auch in Christus Jesus waren. In 1. Korinther 2, Vers 16 heißt es, wir haben den Sinn Christi und verstehen seine Gedanken, Absichten und Ziele. Das bedeutet, wenn ihr durch Jesus ein neues Leben empfangt, bekommt ihr einen neuen geistlichen Sinn, behaltet aber auch euren natürlichen Sinn. In Römer 8, Vers 5 heißt es, wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Weiter heißt es, wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Eine menschliche Gesinnung lässt mich meinen Standpunkt verteidigen und die Dinge betrachten, wie die Welt es tut. Ich lasse dann nicht zu, dass der Heilige Geist zu mir spricht. Die menschliche Natur lässt den Heiligen Geist außen vor. Ihr könnt nicht nur danach leben, was in eurem Kopf vor sich geht. Ihr solltet euch nicht nur nach euren eigenen Gedanken richten. Ihr müsst tiefer gehen und lernen zu erkennen, was Gott in den verschiedenen Situationen sagt. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, heißt es in Römer 8, Vers 6, bedeutet das Leben und Frieden. Wir haben diese geistliche Gesinnung also in uns, aber sie muss entwickelt werden. Solange die menschliche Natur stärker ist als die geistliche Ausrichtung, werden wir keine neuen Erfahrungen machen. Ich möchte, dass die Menschen das Leben genießen, für das Jesus gestorben ist. Ich tue das mittlerweile, aber ich habe viele Jahre meines christlichen Lebens verschwendet, weil ich mich weder an meiner Erlösung noch an Gott, an mir selbst oder an anderen Dingen erfreute. Der Teufel hatte mich noch unter Kontrolle, weil ich nicht verstand, dass viele meiner Gedanken nicht im Einklang mit Gottes Wort standen. Amen. Stimmt's? Ja. Aber ich bin nicht hier, um euch nur beizubringen, wie ihr eure Gedanken in den Griff bekommen könnt und wie es euch gelingt, zuversichtlich zu denken und zu reden, ohne euch auch zu sagen, was es mit dem Blut Christi, dem Kreuz Christi und der Erlösung durch Jesus Christus auf sich hat. Den Entschluss, positiv zu denken und zu reden, kann jeder fassen. Und ja, er wird auch einige Erfolge verbuchen können. Aber ich rede nicht von Erfolgen, denen weltliche Prinzipien zugrunde liegen. Ich rede davon, dass ihr das Leben haben sollt, für das Jesus gestorben ist. Nicht nur das alles, was der Teufel uns präsentiert, war ursprünglich Gottes Idee. Es ist Gott, der uns lehrt, positiv zu denken und zu reden. Aber weil wir Christen oft zu faul sind, es auch zu tun, hat der Teufel es uns gestohlen. Er hat es verdreht und eine verrückte, okkulte New Age-Bewegung daraus gemacht, die Gott außen vor lässt. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass die Welt bekommt, was Gott uns zugedacht hat. Lasst dieselbe Gesinnung in euch sein, die auch in Christus Jesus war. Lasst ihn euer Vorbild für, Demut sein. Können wir nur für 3 Minuten über Demut reden? Eine demütige Gesinnung. Wisst ihr, dass wir ohne Demut nicht wachsen können? Wir können das Wort Gottes nicht einmal empfangen. Ihr könnt das, was ich euch heute lehre, nicht annehmen, wenn ihr keine demütige Haltung habt. Ihr solltet in jedem Gottesdienst die Einstellung haben,
Ich brauche das. Oh, ich brauche das. Ich muss auf jedes Wort achten. Ich brauche das. Wenn ihr einer Predigt zuhört, solltet ihr nicht denken, ich wünschte, so und so wäre hier. Der braucht das wirklich. Oder wart ihr schon einmal enttäuscht über das Thema, das ein Redner gewählt hat, weil ihr geglaubt habt, schon alles darüber zu wissen? Ich schon? Ach, kenne ich schon. Aber das sage ich heute nicht mehr. Ich brauche das alles. An vieles muss ich immer wieder erinnert werden. Ich muss es immer und immer und immer wieder hören. Nur jemand mit einer demütigen Haltung ist belehrbar. Nur ein demütiger Mensch kann Korrektur annehmen. Wir müssen den Wunsch haben, zu wachsen und zu lernen. In Römer 12, Vers 3 heißt es, denkt nicht höher von euch selbst, als ihr es tun solltet, messt euch keine übermäßige Wichtigkeit bei. Ich bin sicher, ihr tut das nicht, aber vielleicht hat jemand, der gerade im Fernsehen zusieht, ein kleines Problem damit. Deshalb werde ich jetzt für einen Moment zu dieser Person sprechen. Die Menschen hier betrifft das nicht. Wir alle haben diese schöne, demütige Haltung. Was passiert als erstes, wenn wir nicht demütig sind und höher von uns denken, als wir es sollten? Wir fangen an, auf andere herabzusehen. Es stellen sich verurteilende und kritische Gedanken in unserem Kopf ein. Das werden wir später noch ausführlicher behandeln. Eine demütige Haltung zu haben, bedeutet nicht, dass wir uns gering achten. Gott will nicht, dass wir eine schlechte Meinung von uns haben. Er möchte, dass wir uns selbst wertschätzen und unsere Gaben, Talente und Fähigkeiten erkennen. Er möchte, dass wir uns auf ausgeglichene Weise lieben, aber er will nicht, dass wir glauben, wir seien besser als andere. Wir sind nicht besser als andere. Vielleicht seid ihr gebildeter als andere, aber das macht euch nicht zu einem besseren Menschen. Vielleicht lernt ihr schneller als andere, aber das macht euch nicht zu einem besseren Menschen. Ich kann vielleicht besser reden als andere, aber deshalb bin ich noch lange nicht besser als sie. Und das gilt für jeden Bereich. Von 100 Künstlern mag vielleicht einer besser sein als alle anderen, aber deshalb ist er in Gottes Augen kein besserer Mensch als sie. Ich liebe den Vers im Kolosserbrief, wo es heißt, dass es in Christus keine Unterschiede gibt. Ist das nicht gut? Da gibt es weder Mann noch Frau, weder Juden noch Griechen. Es gibt weder Arm noch Reich, weder Arzt noch Straßenbauer. Wir sind alle eins in Christus. Stimmt's? Wir sind eins in Christus. In 1. Petrus 5, Vers 6 heißt es, deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ein Mensch mit einer demütigen Haltung kann auf Gottes Zeitplan warten. Er muss nicht sagen, Gott, ich verstehe nicht, warum du dies und jenes tust. Ich bin bereit dafür, ich brauche es, ich will es. Er kann sagen, Gott, ich habe meine Bitte vor dich gebracht und ich glaube, dass du sie zur rechten Zeit erfüllen wirst. Es beginnt also alles damit, dass wir eine demütige Haltung einnehmen. Jetzt wollen wir uns noch ein paar andere Dinge ansehen. In Kapitel 9 meines Buches, Das Schlachtfeld der Gedanken, geht es um einen Verstand voller Unruhe und Fragen. Ein unruhiger Sinn ist eines der größten Probleme, die wir heute haben. Die Welt, in der wir leben, ist voller Ablenkungen. Es bereitet uns große Schwierigkeiten, uns auf das zu konzentrieren, was wir gerade tun. Ich will euch jetzt eine kleine Geschichte aus diesem Buch vorlesen. Eines Tages fuhren Dave und ich mit einem befreundeten Ehepaar zusammen im Auto. Plötzlich hörten wir Dave sagen, Gesundheit, Dave. Wir lachten und sagten, warum wünschst du dir selbst Gesundheit? Er sagte, ich habe gerade genießt und keiner von euch hat mir Gesundheit gewünscht. Deshalb dachte ich, ich tue es selbst. Ich sagte, oh, ich habe gar nicht gehört, dass du genießt hast. Es tut mir leid, ich war gedanklich im Büro in St. Louis. Unser Freund sagte, ich war in Gedanken gerade in Florida und habe über geschäftliche Angelegenheiten nachgedacht. Seine Frau lachte und sagte, ich war in meinem Büro in Dallas und habe ein Problem geregelt. Wir saßen also alle vier zusammen im selben Auto, aber als Dave nieste, nahm es keiner von uns wahr, weil wir uns gedanklich an drei verschiedenen Orten des Landes befanden.
Das ist nur ein kleines Beispiel dafür, wie abwesend wir sind, wenn unsere Gedanken auf Wanderschaft gehen. Wir sind nur noch körperlich anwesend. Das ist der Grund, warum Satan so hart daran arbeitet, uns abzulenken. Lasst mich an dieser Stelle ein Wort zu den Gottesdiensten sagen. Die Pastoren werden mich dafür lieben. Das ist auch der Grund, warum wir in einem Gottesdienst niemals aufstehen und umhergehen sollten, es sei denn, es handelt sich um einen Notfall. Ich will niemandes Gefühle verletzen, wenn ich das sage, aber ich finde es ausgesprochen selbstsüchtig, wenn ihr das tut, ohne dass es unbedingt sein muss. Wahrscheinlich ist euch nicht klar, was das auslöst. Ich kann euch sagen, was das auslöst, weil ich es schon oft beobachtet habe. Schwester Hildegard, die in der Mitte der Reihe 14 sitzt, beschließt, dass sie etwas zu trinken braucht. Also steht sie auf. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ab Reihe 15 beobachten sie alle, wie sie hinausgeht. Watches her go. Und dann beobachten sie, wie sie wiederkommt. Und an ihren Platz zurückkehrt. Und vorne steht der Pastor, oder ich stehe da und breite mein Herz vor den Menschen aus. Ich versuche, ihnen ein Wort mitzugeben, das ihr Leben verändert. Ich habe Stunden damit zugebracht, mich darauf vorzubereiten. Und jetzt hört mir ab Reihe 14 keiner mehr zu. Sie alle begleiten Schwester Hildegard, die sich etwas zu trinken holt. Sie haben jetzt ihren Hut bewundert und festgestellt, dass ihnen ihre Kleidung nicht gefällt. Sie taxieren sie von oben bis unten und fragen sich, wo um alles in der Welt sie hingeht und was sie vorhat. Wir leben in einer Welt voller Ablenkung. Wenn wir eine Straße entlang fahren, ist das, als würden wir durch ein Lexikon fahren. Habt ihr eine Vorstellung davon, wie viele Werbeplakate uns auf einer Fahrt von nur 5 Minuten ins Gesicht springen? Wir können die Landschaft nicht mehr genießen, weil überall Werbeschilder herumstehen. Ich erinnere mich noch an die Zeit, in der das Fernsehen viel einfacher gestrickt war. Die erste Show, die ich mir jemals ansah, war Howdy Doody. Jetzt wisst ihr, dass ich schon auf der Welt war, als es die ersten Fernseher gab. Und in der Mitte der Sendung kam ein kurzer Werbespot von vielleicht 30 Sekunden und das war alles. Heute weckt die Werbung Begehrlichkeiten in uns. Ich sage euch, die Welt wird sich nicht ändern, deshalb sollten wir es tun. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, an dem ich schon eine Weile arbeite. Ich habe einen sehr regen Verstand, ich habe viel zu tun und muss mich mit vielem befassen. Deshalb ist es eine ziemliche Herausforderung für mich, meinen Sinn auf das gerichtet zu halten, was ich gerade tue. Ich arbeite schon lange mit Gott an diesem Problem. Wir bringen uns wirklich in große Schwierigkeiten und verpassen so vieles, was Gott für uns hat, wenn es uns nicht gelingt, uns auf das zu konzentrieren, was wir gerade tun. Habt ihr eine Ahnung, wie viel mehr ihr aus dieser Veranstaltung mitnehmen könnt, wenn es euch gelingt, euch zu konzentrieren und jedes Wort, das gesagt wird, aufzusaugen? Vor etwa 6 Wochen stolperte ich auf einer Steintreppe und fiel hin. Dabei schürfte ich mir den Arm auf. Hier sieht man noch ein paar Kratzer. Und schlug mir das Knie auf und brach mir den großen Zeh. Ich hatte ziemliche Schmerzen. Und das Ganze kostete mich viel Zeit. Ich musste zum Arzt gehen und dieses und jenes tun und alles nur, weil ich, als ich die Treppe hochging, in Gedanken nicht auf der Treppe war, sondern bereits in der Küche und darüber nachdachte, was ich dort gleich tun würde. Meine Familie muss wirklich auf mich aufpassen, denn ich bin mir selbst immer schon einen Schritt voraus. Kürzlich fuhr mich jemand zu dem Stadtteil, in dem wir wohnen. Ich saß auf dem Rücksitz und fing an, darüber nachzudenken, was ich tun würde, sobald ich nach Hause kam. Und plötzlich machte ich die Autotür auf und wollte aussteigen, obwohl wir noch fuhren. Viele Unfälle passieren nur deshalb, weil wir uns nicht auf das konzentrieren, was wir gerade tun. Lasst uns dafür beten, dass Gott uns hilft zu lernen, wie wir uns besser konzentrieren können.
Wir dürfen lernen zu genießen, was Gott uns schenkt. Deshalb müssen wir in der Lage sein, uns auf eine Sache zu konzentrieren. Sonst können wir vieles nicht richtig begreifen. Indem wir über Gottes Wort nachdenken, erneuern wir unseren Sinn und lernen zu denken, wie Gott denkt. Nehmen Sie sich deshalb die Zeit, immer und immer wieder über Gottes Wort nachzudenken und erleben Sie die starke, innige Beziehung, die Gott gern mit Ihnen haben möchte. Je besser Sie sein Wort kennen, umso näher werden Sie sich ihm fühlen. Sie werden seine Stimme hören, wenn er zu Ihnen spricht. Und wenn Ihnen Gedanken in den Sinn kommen, die nicht von Gott sind, werden Sie es wissen und diese sofort aus Ihrem Kopf verbannen.